Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Fische, bei mir bei eurer Crazy Owl zu eurem Zwischenimpuls für Mai 2024. Für alle, die die Fische als Standzeichen haben im Mond, Venus oder Aszendent. Wie immer, es ist eine allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein, diese Legung ist zeitlos und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn's nicht deine Legung ist, mach's auch nicht zu deiner Legung. Wilma ist am Start und wir legen heute mit dem Tod-Tarot, Erat Aliquando, dem Gilded Reverie Lenormand und natürlich gibt's eine Faul-Rune für euch mit dazu, liebe Fische. So, dann schauen wir mal, welche Energie bei euch gerade im Feld ist. Was haben wir denn da für die Fische? Ups, das ging schnell. Oh, wir haben die 6 der Stäbe. Also, 6 der Stäbe, das ist eine siegreiche Heimkehr. Ihr macht hier Fortschritte mit den 6 der Stäben, habt ihr irgendetwas überwunden, ja, weil die 5 der Stäbe ist die Herausforderung oder eine Art Konkurrenzkampf manchmal auch. Ihr habt hier irgendetwas überwunden und seid siegreich zu euch selbst heimgekehrt. Und das bringt mit der verdeckten Energie des Herrschers euch auch mehr Selbstbewusstsein. Ja, vielleicht habt ihr jetzt einen größeren Handlungsspielraum, vielleicht habt ihr mehr Verantwortung, die ihr jetzt durch diese positive Heimkehr hier habt. Also hier, ne, Zeichen stehen auf Sieg. Ihr habt hier irgendeine Herausforderung gemeistert, seid siegreich daraus hervorgegangen, seid siegreich zu euch heimgekehrt. Und jetzt gilt es eben auch darum, diesen Sieg oder diese neue Ebene auch zu beherrschen. Schauen wir mal, was hier Erat Aliquando ergänzt für euch. So, was haben wir denn da für die Fische? Was ergänzt hier Erat Aliquando? Da haben wir die uralte Eibe. Ja, da haben wir schon die Portaldurchschreitung. Also ihr habt das wohl erfolgreich gemeistert. Das Rehkitz, das Haus aus Stein, der Fuchs. Eine würde ich noch nehmen. Dankeschön. Und der Zyklus. Okay, schauen wir noch, was das Lenormand ergänzt und dann gehe ich für euch in die Deutung. So, wir haben den Fuchs und wir haben die Störche. Okay, also, liebe Fische, wie gesagt, ihr seid siegreich heimgekehrt, ihr habt eine Herausforderung gemeistert, habt eine Art Portal durchschritten. Jetzt gilt es, das die neue Energie zu beherrschen, ja, also da Fuß zu fassen. Wir sehen, dass diese Portaldurchschreitung, diese siegreiche Heimkehr, euch eine Art Portal durchschreiten hat lassen und damit kann jetzt ein Zyklus enden und ein neuer Zyklus beginnen. Ihr solltet hier noch wirklich achtsam sein, denn wir sehen mit dem Rehkitz und der Spiegelung auf den Fuchs, dass ihr euch noch mit ein bisschen wackeligen Beinen auf dieser neuen Ebene bewegt. Ja, das Rehkitz sagt immer so etwas Schützenswertes aus. Also hier geht es mit kleinen Schritten voran. Hier muss man auch wirklich, wie der Fuchs, die richtige Fährte aufnehmen, ja, dem richtigen Leitstern folgen. Also man muss hier wirklich auch erstmal Fuß fassen. Das sagt auch die zentrale Karte des Haus aus Stein. Also hier geht achtsam voran, seid bedacht mit euren Schritten, auch mit euren Taten. Ihr solltet hier, ne, also nicht, dass man jetzt vielleicht nach dieser Portaldurchschreitung und diesen 6 der Stäbe-Energie, dass man hier vielleicht ein bisschen übermütig oder übereifrig wird. Also seid hier bitte achtsam, seid hier auch listig oder strategisch unterwegs, ja, dass ihr dem richtigen Leitstern hier folgt und hier auch sicher Fuß fassen könnt. So, dann eben das, diese Achtsamkeit, das sagt eben auch das Lenormand. Wir sehen den Fuchs und die Störche. Und wir sehen
Also die Störche stehen ja zum einen für Zusammenarbeit und die Störche verkünden immer eine positive Veränderung. Aber wir sehen hier, dass mit dem Fuchs das richtige Timing ganz entscheidend ist. Ihr solltet hier auch wirklich darauf aufpassen, dass ihr nicht vorschnell etwas verändert oder wenn es jetzt hier zum Beispiel um Personalentscheidungen geht oder so, ne? Und hier, ihr seid ja hier mit den Störchen, ist das Thema eben der Zusammenarbeit auch im Feld. Also, dass ihr hier nicht eine falsche Entscheidung, was Personaldinge angeht, trefft. Ja, seid hier wirklich achtsam, dass ihr hier nicht auf eine falsche Fährte geführt werdet, die dann im Endeffekt die positive Veränderung vielleicht ein bisschen auf den falschen Fuß bringt. Also nicht zu vorschnell sein. Ja, wir sehen hier auch mit Nein und der Sense. Es ist noch nicht an dem Punkt, wo ihr für etwas die Ernte einfahren könnt. Also das ist, ihr habt, also das ist so das Gefühl, ihr habt jetzt vielleicht einen Etappensieg erreicht, aber ihr seid noch nicht am Ende der Reise angelangt. Also seid hier achtsam, seid euch gewiss, ja, ich habe, klopft euch auf die Schulter, ihr habt einen Etappensieg erreicht, aber ihr müsst jetzt auch erstmal wieder Fuß fassen, euch neu aufstellen, neu positionieren, sicher auf euren Beinen stehen, ja, ein Fundament haben, weil es ist jetzt noch nicht die Zeit, hier eine Ernte einzufahren oder, ja, also zu überambitioniert hervorzupreschen. Ja, so, also Achtsamkeit ist das Gebot der Stunde für euch, liebe Fische. So, und welche Rune begleitet diesen Zwischenimpuls? Wir haben die Lagos. Lasst es fließen. Die Lagos ist das Wasser, das Gefühl. Hört auf euer Bauchgefühl. Ja, schaut, wo fließen die Energien. Lasst euch aber auch nicht vielleicht dieser Euphorie nach der siegreichen Heimkehr hier vorschnell mit der Freudeswelle hier mitreißen. Ja, ihr dürft euch natürlich freuen, aber Achtsamkeit. Ne? Die Lagos, wenn man die sich aufs dritte Auge, auf die Stirn malt, kann einem auch helfen, die eigene Wahrheit zu erkennen und auszusprechen. Und das kann hier wirklich ein guter Tipp für euch sein, weil wir sehen hier ja, ihr habt eine Portaldurchschreitung gemacht, aber jetzt muss man erstmal sich wieder in dem neuen Gelände hier wirklich sicheren Boden unter den Füßen haben, ne? Nicht mehr stark slick auf den Beinen rumwackeln, sondern richtig Fuß fassen. Und dabei kann euch die Lagos wirklich gut helfen, dass ihr hier auf euer Bauchgefühl hört und auch eure eigene Wahrheit hier erkennt und ausspricht. Ja, das war euer Zwischenimpuls, liebe Fische. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Sag ganz, ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst oder dieses Video teilt. Habt eine zauberhafte Zeit, fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.